Ich begrüße euch zum Erdtest heute von einer echten Idylle, der Schmachter See in Binz auf Rügen. Und ja, in der Vorweihnachtszeit gibt es natürlich vorweihnachtliche Produkte. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich vorweihnachtlich ist, aber es ist auf jeden Fall auch etwas Neues. Und vor Weihnachten im Advent will man ja auch viel naschen. Es gibt heute Cookie Doo Chocolate Chip, beziehungsweise von Halloren. Da gibt es ja normalerweise die Halloren-Kugeln und die denken sich jetzt auch neue Produkte aus, um irgendwie weiter auf dem Markt bestehen zu können. Und zwar eben mit den Original Cookie Doo Chocolate Chips. Cookie Doo, das ist so eine Mischung aus Keksteig mit Schokoladenstückchen und Chocolate Chip. Ja, das sind diese ja, mit Cornflakes drin. Ja, interessante Mischung und das offenbar in Konfektform. Und hier steht es dann auch drauf, eine Praline aus Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade mit Keksteigfüllung. Was ist denn da so drin? Zucker, Butter, Kakaomasse, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Sonnenblumenlecithine. Hergestellt in einem Betrieb, der Schalenfrüchte, Erdnüsse, Soja, Ei, Milch und Getreideprodukte verarbeitet. Guter Hinweis. Ja, dann gucken wir doch mal, ja, hergestellt, wo wurde das überhaupt hergestellt? In Halle an der Saale wird das hergestellt. Und ja, dann gucken wir doch mal, ob das einigermaßen schmeckt. Dann steht dann auch hier öffnen und schließen. Dann gibt es dann hier auch so eine komische Lasche. Ach, naja, funktioniert so lala, würde ich sagen. Ja, das mit dem Aufreißen ist schon mal schwierig und es ist auch relativ viel Papiermüll. Ja, dann sieht man hier das Konfekt. 15 Konfektstücken sind hier drin und so sieht es dann aus. Und so sieht es von innen aus. Eine interessante Mischung. Also ist ja hier unten ist die Zartbitterschokolade, oben die normale Schokolade, drinnen das Cookie Doo. Chocolate Chip ist wahrscheinlich die Schokolade da drin, vermute ich mal, aber naja, also an sich ist ja Cookie Doo immer unfassbar lecker und so auch in diesem Fall. Eine schöne Mischung aus Schokolade, diesem Keksteig und wiederum den Schokostückchen da drin. Das mit dem Chocolate Chip verstehe ich jetzt eigentlich nur so, dass es halt die Schokolade da drin ist. Was aber klar eigentlich unnötig ist, weil Cookie Doo ist ja immer irgendwie auch mit Schokolade drin. Meine ich zumindest. Vielleicht liege ich da auch falsch. Auf jeden Fall eine schöne Idee von Halloren. Und ja, das esse ich auf jeden Fall auf. Und in dem Sinne noch einen schönen Tag und alles Gute vom Schmachtersee in Binz. Hier ist es nochmal zu sehen.